So, guten Morgen. Mann. Ja, wir sehen uns, mal schauen, was passiert heute. Wir lassen uns überraschen. Ihr seid dabei. Ich bin dabei. Es ist Donnerstag. Nee, heute ist Freitag schon. Oh, der Konter läuft. Und was haben wir noch? Was? Wieso? Gast, wie hieß nochmal die Straße mit dem Table Dance, mit der Table Dance Bar? Der Fette kommt kaum von der Couch, verstehst du? Ja, deswegen musst du bei ihm auf dem Tisch tanzen. Ich dachte echt, ey, boah, erst jetzt Carsten sehen und der Dicke dann an die Ecke. Ich denke, oh boah, hoffentlich hält die Couch da aus. Der kommt da alleine gar nicht mehr auf. Carsten, du sollst dir helfen? Und ich muss dir sagen, so kahle Wände haben und die Hubert. Streng die Augen nicht so an, muss ich dir sagen. Nee, ist wirklich so. Weil die Taschen echt extrem, das war mir schon echt wirklich zu viel. Naja, du wirst es schon vermissen. Ach, das glaube ich nicht. Du holst ja wieder neue Sachen. Naja, Alter. Ich freue mich jetzt an die paar religiösen Sachen, weil das ist gut. Wirst du noch zum Asket? Hast du ein Kreuz an der Wand? Ich habe ja diese große Eisenkreuze, steht das am Boden. Dann ein schönes Hinterglasbild, so ein anderes großes Teil im Bild und Öl gemalt. Ein paar Madonnenfiguren, ein paar kleine Miniaturen, Malerei, so ein bisschen mit Madonna. Den alten Bären habe ich behalten. Ja, Carsten hat die erst noch mal angerufen, kurz vor 10. Ich habe das ja nicht mitgekriegt. Oder ich war gerade auf der Tankstelle mit einem Bockwurstfuhr, das kann ja sein. Nachts? Jo, abends auf der Tankstelle. Bockwurst mit Brötchen gegen Euro. Bla, bla, bla. Habt ihr jetzt ein Verhältnis miteinander? Wer? Ja. Carsten und du? Ja. Na, schon nachts? Geh nachher mal. Anni, wo bist du? Ich bin schon im Bett und warte. Ja. Geh nachher mal ein paar neue Springs kaufen. Nein. Table Dance war nicht, dass du mitgefahren bist. Hat er so. Ich musste eben mal so lachen, dann kriegt der mein Backer, ey. Mein Backer hat in Ruhe gesehen, war. Ja, da bist du ja irgendwie am Kram da bei Backer. Wer denn jetzt? Der Dicke ja. War der auch bei Backer? Carsten. Ah, sie. Wer denn jetzt im Sommer irgendwann, ne? Ey, und er ist da irgendwie so am Kram und bückt sich und da rutscht ihm hinten direkt so ein roter Stringtanger. Und ey, ihr habt das denn so, ich sag, Backer, Dicke, ey, wir haben so gelacht, wa? Männerstring und so weiter. Carsten? Ja, dann so ein Sportding hat er irgendwie. Ja, und dann in Rot. Ja, da macht man ja nicht. Boah. Hast Carsten geoutet? Schwede, ey. Ja, jetzt aber wieder. Ich sage, Carsten, zieh mal die Hose ein bisschen hoch. Ich sage, der roter String geht vor. Bis später. Bis dann, ciao. Der erzählt die Schichten. Na gut, okay. Jetzt schauen wir mal, was im Netz so los ist. Hallo an alle. Keiner schreibt zurück, das ist immer schade. Zwei Zuschauer haben wir, einer davon bin ich, also ein Zuschauer haben wir effektiv. Tja, was soll man machen? Es entwickelt sich halt noch, ne? So ein Livestream ist ja immer was Schönes, da könnte man kommunizieren miteinander, wenn man Zeit ist. Noch kann ich antworten, weil ich Zeit habe, im Sommer kann ich nicht antworten, da müsst ihr dann untereinander quatschen. Wäre schön, wenn es irgendwann mal so kommt, tatsächlich. Ja, also es regnet jetzt die ganze Zeit, es nieselt total. Es ist natürlich kein sehr schönes Wetter. Was soll ich machen? Mir ist total kalt gerade. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich werde jetzt gleich nochmal hochgehen und mich nochmal umziehen und mir nochmal was unterziehen, weil ich habe nur Pullover an, kein T-Shirt drunter. Ja, aber dass es so kühl ist heute, hätte ich ja auch nie gedacht. Ja, deswegen bin ich gleich wieder da. Wahrscheinlich. Und dann schauen wir mal, dann hoffen wir, dass es irgendwie mal einen Auftrag gibt. Weil das ist ja wirklich sehr langweilig. Einfach. Es ist halb eins. Ist langweilig. Wenn nichts zu tun ist, ist es einfach langweilig. Zur Not räume ich jetzt gleich auf. Was heißt zur Not? Das müsste ich ja eh tun. Ja? Deswegen werde ich das vielleicht machen. Fange ich hinten an. Ja? Das Problem ist immer, jedes Mal, wenn ich anfange aufzuräumen, dann kommen die Leute. Ja? Dann hat es ja alle Kraut und Rüben. Keiner kommt mehr durch. Ja, aber so ist das halt. Und das werde ich dann vielleicht mal machen. Erstmal hier hoch, ziemlich um und dann schauen wir mal. So, ich werde jetzt hier hinten aufräumen. Ich habe jetzt schon angefangen hier ein bisschen. Ich fange jetzt hier bei einer Seite an.
von der Seite, leg dann rüber. Und da, guckt euch das mal an, ich meine, das geht ja so nicht. Ich meine, die ganzen kleinen Räder mal hier rein gestellt. Wenn wir zuschauen im Zeitraffer, wahrscheinlich ja, am sinnvollsten so. Ich würde mal sagen, das reicht für das Erste. Jetzt haben wir hier vorne ein bisschen klar gemacht. Schönes altes Draht hier. Schönes altes Draht hier. Mag alte Räder. Die stehen alle in Reihe und Glied hier. Genauso wie hier. Da habe ich mal 10 Mieträder hier rein etabliert. Reingequetscht sozusagen. Morgen ist denn die Seite dran hier. Wenn morgen nichts passiert, kommt die Seite. Alle dicht an dicht gepackt. Vielleicht doch alles einmal raus, fotografieren. Und dann wieder rein. Da anbieten. Denn die alten Räder will hier keiner kaufen, hier in dem Laden. Das ist echt schade. Also, da haben wir so wenig Interesse, wo ich die ja wirklich schön finde. Die alten Dinger, die haben was. Jo, so ist es. Das war das, was ich jetzt gemacht habe. So, 2 Stunden hier dort. Das hier wird sortieren. Ja. Jetzt ist es ordentlich, habe ich auch voll, aber ordentlich. So soll es doch sein. Passiert ist nichts in der Zeit, waren 3 Leute da, die aber nur was gefragt haben. Also arbeitstechnisch war leider nichts. Ist nichts passiert. Jo.
Kommt vielleicht noch. Mal schauen. Fakt ist, liebe Leute, mein Frühstück ist da. Hat mir die Mona vom Markt Käse mitgebracht. Und das Video ist draußen. Das Video ist draußen. Zeig. Oh, nee. Ja, mach doch mal groß, lass doch mal laufen. Was? Was geht? Du musst aber wissen, wie man da Vollbild einschaltet. Wirklich, ey, Dennis. Was? Du musst doch wissen, wie man da Vollbild einschaltet. Das stimmt doch nicht so an, da. Naja, also. Ist doch nicht normal in dieser Fahrradwerkstatt. Das finden wir jetzt gemeinsam raus. Hallo Thomas. Hallo Thomas. Na, nicht schlecht. Kommt man auf sowas? Als Fahrradladen. Ja, als Fahrradladen. Ja, als Fahrradladen ist schon ein bisschen untypisch, das stimmt, ja. Aber ich dachte mir, warum nicht? Heutzutage ist es so einfach geworden. Ja, warum? So, ja. Also man schließt einfach eine Kamera an, holt sich irgendwie die Software dafür und dann ich hab alles erzählt. Was macht der Typ überhaupt? Dann haben sie rausgeschnitten. Dreht er nur Leutchen oder so, bohrt an der Nase. Das ist ja auch mal wichtig zu wissen. Ja, macht der jeder Mensch, aber dabei gesehen zu werden, das kann nicht jeder. Das soll ja mehr für die Leute, die Kunden, die in der Umgebung sein. Also das ist kein Typ für Fahrradfahrer. Ich habe eine Werkstatt irgendwo hinten mit einem extra Raum. Ich arbeite vorne, bringe vorne. Was, wenn jetzt ein Kunde reinkommt und sagt, ey, ich hab da überhaupt keinen Bock drauf, ich hab was Schönes da? Ich hab keinen Bock drauf. Ja, da kann ich nichts mehr machen. Ne? Das ist bei Lüfte, ja, dann hat er Pech gehabt, deswegen drei Schilder oben. Ja? Und eigentlich haben wir manchmal sogar noch so ein rotes Absperren. Also im Prinzip ist das Ganze eine Spaßangelegenheit. Genau, du machst es, weil es dir Bock macht und weil es cool findet, dass man es machen kann. Genau. Winke. Ich stehe jetzt hier in Neukölln vor der Pizzeria Pizza Pause. Ja, da machen wir mal jetzt eine Pause. Nicht mit Ruhm, Wahrheit oder Lüge, Schleim. Grundsätzlich selber gesagt, das Video ist draußen, könnt ihr euch angucken, unter auf was das geht. Ja. Ja, und das echte Interview, das lade ich dann hoch später. Heute Abend wahrscheinlich. Ja. Ich hab das ja mitgefilmt. Ich hab das ja mitgefilmt und deswegen lade ich das hoch. Ja, so mach ich. Ey, ich mache jetzt nämlich Feierabend und schneide Videos. Der Dennis macht auch Feierabend. Guck. Konzentration und los. Hat sich knackt. Na. Immer die Kamera weg, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Na komm, los, hoch damit. So, jetzt bin ich. Na, jetzt auch raus. Der gibt's doch ja nicht. Wer hätte das gedacht? Da kann ich nicht ernst. Nee, da steht da nicht bei. Da wollte ich auch so und dann und drüber und drehen. Ich habe da 20 Kilo Scheibe, dann bist du gut. Aber ich glaube, das wäre ein Video, das würde tatsächlich 1 Million Klicks kriegen. Also da kannst du ruhig trainieren. Oh Mann, ey. Ja, wie gesagt. Da können wir das Loch größer sehen. Gibt ja auch noch mit diesen großen Durchmessern, mit diesen 5 cm Dingern. Das müsste doch passen, oder? Gerade so. Dann mal einen Penisring anders. Naja, so ist es. Auf alle Fälle ist das Video draußen. Hier mit dem Pizzabäcker, der am Anfang den Teig fallen lässt. Bitte drauf achten. Ja. Und danach den hinten in der Werkstatt weiterverarbeitet, was man dann in seinem Livestream sehen kann. Genau. Ah, pass auf. Oh, ist das knapp. Ah! Ich krieg die Krise.
Ich filme mal kurz. Ja, so ist es. Ich schneide jetzt mal schnell den ganzen Quatsch zusammen. Es ist ja nichts. Heute ist ja gar nichts passiert. Also, bis morgen. Morgen letzter Tag. Der offizielle Tag hier. Der Dennis pumpt im Hintergrund. Pump, macht Pumpernickel. Ja, hier knackt schon wieder der Ton. Bis morgen. Ciao.